Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Minecraft Parkour Paradise Teil 2. In der letzten Folge sind wir ja hier bei dem schönen Feld hier stehen geblieben und gucken mal, dass wir jetzt weiterkommen. Ich dachte eigentlich immer, man kann nicht auf die gleiche Höhe springen. Aber vielleicht ist das wegen der geringen Distanz Unterschied. Bin mir da nicht sicher. So, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und auch schöne Weihnachtsfeiertage. Und dann arbeiten wir uns langsam ja hin Richtung Silvester. Ja, ansonsten ist ja eigentlich nichts dazwischen. Eigentlich ist da nichts dazwischen, sagen wir mal so. Wir gehen jetzt in das Wasser da rein. Sonst kommen wir nirgendwo anders hin, oder? Aber die warte. Achso, und wenn man hier runterfällt, kann man über die hier wieder drauf. Okay. Stände, was hier läuft. Ja. Es scheint hier richtig zu sein. Wie feiert ihr denn eigentlich Silvester? Habt ihr da so richtig Bock, irgendwie loszuböllern? Wow. Da seid ihr da irgendwie so in Feuerwerkslaune? Okay, der hier ist noch in Ordnung. Der zweite Gliedestone, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Warte, ich kann wahrscheinlich einfach auf die Lampe springen, ne? Nee. Die Frage ist... Warte mal. Bleibt er danach? Okay. Das ist der Trick. Wie viel geht denn kaputt? Sollte ich mir vielleicht mal angucken. Auf jeden Fall, Silvester, weiß ich nicht, feiere ich nicht wirklich. Guck mir, wenn ich wach bin, das Feuerwerk an. 1, 2, 3, 5. Ah, oder ich hier so seitlich drauf springe, dass ich den, wo das immer anfängt zu piepen, skippe. Vielleicht sneaken? Vielleicht muss ich über den rüberspringen? Aber es gehen ja auf jeden Fall 5 Blöcke kaputt. Deshalb können wir nicht rüberspringen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist zu weit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist auch zu weit. Hä? Ich will mir halt vorstellen, dass das hier mit was zu tun hat. Kurzer Cut. So, da bin ich wieder. Hier wird aber nichts sein, oder? Nee. Auf jeden Fall Silvester verbringe ich eigentlich damit. Entweder schlafe ich tatsächlich dann schon. Ich wollte ihn eigentlich noch ausgelöst haben. Entweder schlafe ich da. Oder ich gucke mir das Feuerwerk irgendwie an. Also selber zünden, weiß ich nicht. Habe ich irgendwann mal die Lust ein bisschen dran verloren. Wie aktiviere ich das von hier, hä?
Alter, bin ich dumm. Klar, ich habe das Piepen Zeit. Okay, bei dem ersten, in Anführungszeichen, normalen Sprung wieder. Also ich mache aus Silvester nicht wirklich eine große Sache. Aber würde mich mal interessieren, wie ihr das so macht. So, und hier war es der... ich kann vermutlich bis auf den nächsten Block sogar noch springen. Oder muss ich wahrscheinlich sogar. Ah, ist ein einfaches. Wenn man weiß, wie es geht. Oh Mann, ey. Ich weiß tatsächlich gar nicht. Also früher habe ich mal gern so Wunderkerzen gezündet, solche meterlangen. Dass man da ein bisschen was zu sehen hat. Aber irgendwie so richtig mit Böllern oder so fand ich irgendwie nie wirklich so mega cool. Weil das auch irgendwie oft dann zu laut war und ich ehrlicherweise nie wirklich Lust hatte, dass ich den vielleicht mal nicht passend wegschmeißen kann, dass er mir in der Hand kaputt geht. Darum, also wenn ich mal sonst einen Böller geworfen habe oder so, dann... gefühlt auch nur, wenn ich die Zündschnur da verlängern konnte. Dass ich sicher war, dass ich da passend weg bin. Oder dass der Böller passend weg ist. Bis dahin kommen wir nicht. Sehr gut. Einmal ganz kurz den Kopf angestrengt. Dann ansonsten hatte ich mal solche Raketen gezündet so ein paar Mal. Ich glaube sonst ab und zu mal solche Batterien oder wie die Dinger da heißen. Die schießen ja auch wie Raketen, sage ich mal, schießen sie das in die Luft. Jetzt dumm. Okay, wir müssen aber wirklich in den Strudel. Ja, solche Batterien finde ich eigentlich cool. Zündet man einmal an und kann dann ganz entspannt genießen. Wahrscheinlich hätte ich da einfach nur um den Baum herumlaufen müssen. Ja. Ich bin aber echt nicht so gut dabei hier, was das Denken angeht, ne? Okay. So, ist ja ein einfaches für uns. Ja, auf jeden Fall wird es wahrscheinlich dieses Silvester darauf hinauslaufen, dass ich am Schlafen bin. Obwohl, ehrlicherweise bin ich momentan hier mal lang genug wach. Also ich werde es wahrscheinlich mitbekommen. Ab in die Toilette. Zum Glück war da vorher keiner drauf. Machen uns den Sprung aber ein bisschen leichter. So, und zack. Gar kein Problem für uns. Muss das da hinten explodieren? Bumm. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich da überhaupt hin möchte. Oh, da ist eine Tür. Na, logisch ist die da. Wir gucken vorsichtshalber hier alles einmal durch. Achso, ah, das sollen die Kanonen sein. Oh, man war ein bisschen dullihaft. Aber das finde ich cool, so mit den Sounds dafür. Ich bin gerade froh, dass ich es geschafft habe. Ich war im Kopf schon so weit, dass ich es eigentlich verkackt habe. Oh Mann, ey. Plopp. Oh.
Glück nehmen wir keinen weiteren Lavaschaden und werden auch nicht direkt zurückgesetzt. Das ist doch sehr angenehm, bis auf der Feuereffekt, den wir jetzt haben. Oh Mann. Ja, das war stark. Das Gute ist, wir können hier gerade nicht sterben. Trotzdem ist der Sound ein bisschen nervig. Aber easy. Ist ja gar kein Problem für uns. Wir sind ja Profis. Glaube ich. Hey, der Sprung hatte da gerade eben was anderes gezeigt, ne? Warte mal, wenn hier Wasser ist, dann können wir uns auch einmal löschen. Zoom. Ab durch das Pilzbiom und durch die Wüste. Und, hier so Holz. Zack. Sehr schön. Boink. 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 Ich muss sagen, einerseits sind diese Schleimsprünge teilweise echt ätzend, aber irgendwie finde ich das auch cool. Nach dem Motto hier Gummibärenbande. Gummibären. Hüpfen hier und dort und überall. Ist hier drin vielleicht noch was? Nein. Hier kann ich so. Zack, zack. So, zack, zack. Können wir einfach um die Ecke laufen. Sehr schön. Sind dir nur manchmal auf den Kopf gefallen? Nicht immer. Müssen wir hier runter? Stimmt. Stimmt, ist das so ein Checkpoint hier? Wir hätten auch sehen können, dass hier die Lampen oder die Laternen passend so stehen, dass man rüberspringen kann. Aber da müsste man ja wieder nachdenken für. So. Muss ja übrigens echt sagen, ich finde diese Adventure Maps ganz cool, die so ein Level da anzeigen. So weiß ich zum Beispiel perfekt. Ich schaffe ungefähr so pro Folge 25 Level. Zumindest wenn der Schwierigkeitsgrad hier nicht noch krass ansteigt. Dann weiß ich zum Beispiel perfekt, weil gleich die Folge vorbei ist, dass ich da perfekt dann oder eine passende Länge habe. Sonst ist das immer doof, wenn ich eine Abmod mache und dann weiterspiele und so gefühlt. Dann ist so gefühlt nach einer Folge, nach einer Minute vorbei ist oder nach einem Level. Das Skelett habe ich ein bisschen spät gesehen. Damit würde ich dann auch sagen, was das für diese Folge. Dass wir in der nächsten Folge da einen passenden Abschluss haben. Oder wird das letzte da so ein extremes Level? Okay, warte, dann machen wir dieses Level zumindest noch. Wäre so schön gewesen, wenn es einfach vorbei gewesen wäre. Das ist aber auch kein schönes Zuhause hier, ey. So, wenn man einmal sich im Bett da zu viel oder im Schlaf zu viel bewegt, da fällt man einfach nach unten und muss sich die Lava kraxeln. So. Okay. Dann würde ich aber hier sagen, mache ich jetzt einen Cut. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.